des abseitigen und kuriosen B-Movie-Trash. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ausgegraben und heute lassen wir mal wieder ordentlich die Poppen tanzen mit Puppet Master 2 aus dem Jahre 1990, der diesmal sogar unter der Regie von Dave Allen entstanden ist, der die Puppeneffekte für Teil 1 und 3 kreiert hatte. Die Handlung des Films schließt nahtlos an den ersten Teil an. Und zwar geht es mal wieder um eine Gruppe von Parapsychologen, die sich in dem leerstehenden Bodega Bay Inn Hotel einfinden und dort natürlich nach dem Vermächtnis nach André Toulon suchen, was ja in Form von 5 kleinen Killerpuppen dort sein Unwesen treibt und natürlich auch herausfinden möchten, was mit den anderen Wissenschaftlern rund um Alex Whittaker aus dem ersten Teil passiert ist. Zur gleichen Zeit erwecken die kleinen Püppchen auch noch ihren Meister zu neuem Leben und somit beginnt wieder ein recht kurioses und kurzweilig trashiges Gemetzel. Puppet Master 2 kann viele Fehler des ersten Teils ausmerken. Der Film hat zumal mehr Tempo, er ist auch viel fantasievoller inszeniert, wobei natürlich hier auch wieder viele hanebüchene, an den Haaren herbeigezogenen Dialoge auf eine nicht minder bemittelte Story treffen, die wirklich, ja, nicht wirklich den Intellekt trifft. Aber wir haben es jetzt mit Trash zu tun und der wurde wirklich sehr gut umgesetzt, zumal die Puppeneffekte hier um einiges besser aussehen als beim ersten Teil noch. Bei den Puppen gibt es übrigens auch einen neuen Zugang zu vermelden, und zwar in Form von Torch, einem kleinen Püppchen in Wehrmachtsuniform mit eingebautem Flammenwerfer, der ordentlich Ärsche und Köpfe ansenkt. Natürlich nicht wirklich, nur im Wortsinne könnte man sich das vorstellen. Für die Gore- und Splatter-Fraktion gibt es wieder mal nicht so viel zu sehen, die meisten Morde passieren mal wieder offscreen, erst gegen Ende hin gibt es einige Effekte, die etwas detaillierter gezeigt werden, allerdings durchbricht der Film niemals die Grenzen zum reinen Splatter- oder Gore-Film. Und könnte auch normale Horrorgucker vor allem interessieren. Dazu muss man aber auch einen gewissen Hang zu B-Movie-Trash haben. Und der Film ist durch und durch Trash, aber sehr liebevoll inszeniert mit einer wunderbaren Atmosphäre und dem erstklassigen Soundtrack von Richard Band. Mir hat der Film außerordentlich gut gefallen und deswegen bekommt er sogar 7 von 10 Punkten, eine wirkliche Steigerung gegenüber dem recht fahrigen ersten Teil, auch wenn hier die Dramaturgie viele Mängel aufweist und ja, das Ganze ja vielleicht etwas zu ernsthaft rüberkommt, in Wirklichkeit wirklich flapsig, kurzweilig, lauschiger Spaß ist für ja einen flauschigen Kuschelabend mit den besten Freunden und einer ordentlichen Ladung Bier und Popcorn. Denn der Film macht wirklich viel, viel her und die Puppen sind natürlich hier auf der Suche nach Gehirn, ja, aus dem sie das Serum machen. Ja, was denn sonst? Film for Laser Vision hat letztes Jahr den Teil neu auf DVD herausgebracht, wie schon Teil 3 und 1 und in 2 verschiedenen kleinen Hardcover-Boxen und in der sogenannten Retro-Edition in der Glasbox, die natürlich limitiert ist. Das, was ihr seht, ist Cover B, alternatives Cover, und auf der Rückseite gibt es wieder mal 10 von Laser Vision typisch, 3 Szenenbilder aus dem Film, eine Auflistung der Extras. Extras gibt es nicht viele, es gibt einen Fullmoon-typischen Videozone-Bericht. Allerdings keine deutschen Untertitel, ist aber nicht so schlimm. Dann sogar ein Merchandise-Spot für, ja, das musste ich mal reinziehen, Puppet Master Action-Figuren, super. Und die Trailer zu Teil 1, 2 und natürlich 3. Das Ganze ist ungeprüft, das ist juristisch geprüft, das hat nur ein Anwalt abgenommen. Also ist das Ganze dennoch ungeprüft. Ja, und was soll man sagen, ein wunderbarer Release, ein wunderbar schön, flauschig, launiges B-Movie und mitunter, ja, einer der besten Puppet Master Filme, die ich je gesehen habe. Nur Teil 3 hat das Ganze um einiges noch übertroffen. Das war's auch wieder bei Ausgegraben, diesmal mit Puppet Master 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal, euer Lord. Ciao! Leech Woman and Tunneler. Now the show has begun again. And this time, their master is back. From beyond the grave. You brought me back. And André Toulon is proud to present the newest addition to his terrifying troupe. You may think you've got the powers of hell on your side. Torch. They thought they could unlock Toulon's secrets. It's amazing. But what these researchers have opened... No one can escape. We're all in danger as long as we remain in this house. Is a Pandora's box of death. Oh, look.
created tonight. No more ghostly games, trick or treat. Puppet Master 2. His unholy creations hold the strings to your life. I know how to get into things.